Seite dann vor der Ecke wieder aufnehmen, das ist wichtig. Wieder zurückführen, das wird dabei vorsichtig weg und durch den Zufall der Verband. Übergang zur Versammlung schaffen, ohne gleich in den Trab zu fallen. Das ist immer die Gefahr, wenn man vorher zu viel erzählt hat, damit. Das sind die Erwartungen, die man so braucht. So, jetzt gerne mal jeder aus dieser Galopparbeit, aus dem leichten Sitz heraus zurückholen, versammeln, ohne dass die Pferde in den Trab fallen. Und dann eine Wolte einbauen und aus der Wolte wieder den Galoppsprung verlängern. Zur Wolte hin gerne hinsetzen, Sitzposition ändern. Daraus dann wieder leichten Sitz die Pferde entwickeln lassen. Dann wie gerne das Bein noch ein bisschen weiter vorne lassen. Sehr gut, Patrick. So, super. Prima. Wieder einsitzen, zurückholen. So, locker bleiben, ohne wackelig zu werden. Nein. Stabilität behalten. Was war jetzt hier erst das, gell? Über die gebogene Linie arbeiten lassen. Vorbein nicht alleine lassen, also jetzt passiv.
Weiter galoppieren. So, genau. Bisschen zu passiv. Schlechter Wechsel danach. Nachgesprungen. Gut, galoppier nochmal weiter. Komm ruhig die andere Seite nochmal. Fünf Galoppsprünge. Das heißt, du kommst über den Raus, lässt die Hand vorne, halt jetzt mal vorwärts, um dann wieder das Pferd schließen zu können. Gleich tick mehr Galopp. Er macht das ja sehr artig, und dann könnt ihr ein bisschen energischer hier abrufen. Thank you.